Willkommen zurück im Vereinigten Kanada. Wir sind mittlerweile im Jahre 1652 angelangt und machen weiter. Wir wollen noch ein wenig unser Land tatsächlich aufbauen, hier noch den Kolonialwettstreit für uns entscheiden. Haben da, denke ich, auch die besseren Voraussetzungen. Und wenn wir wieder stark genug sind, dann wird sicherlich auch wieder ein größerer Konflikt kommen, wenn er nicht so, schon ohne unser Zutun erscheint. Ich traue den Spaniern trotzdem noch nicht. Dieser brüchige Friede... Ja, bin ich sehr unsicher. Aber wir sind ja ein architektonischer Visionär. Österreich ist wieder Kaiser und wir wollen tatsächlich natürlich wieder Gebäude bauen. Übungsplätze vor allem nochmal, um unsere Rekrutenreserve weiter zu steigern. Aber vielleicht auch noch ein paar andere Gebäude, Kathedrale. Ja, könnte uns 25 Gold bringen, eine Manufaktur. Oh mein Gott. 76 Gold in Niagara. Bei den Niagara-Fällen scheinbar. Das sparen wir doch mal drauf. Ich plane schon lange eine schöne Manufaktur. Oben über den Niagara-Fällen, die so die diese überwiegt. Und so ein Balkon darüber, wo dann die Gäste der Manufaktur in der Fabrik sozusagen dann einen wunderschönen Ausblick haben. Verdammt, die machen das echt hart hier mit dem Wettrennen, ne? Kommt da gerade echt ein anderer Kolonist von den Spaniern an? Ich dreh durch. Das ist echt, die nehmen uns hier alles... Die nehmen uns hier alles weg. Unfassbar. Wie schnell waren die da bitte? Ja gut, dann müssen wir wohl da mal noch weitermachen, dass wir wenigstens den Teil des Landes noch für uns beanspruchen. Unfassbar. Unfassbar. So, wir haben eine erwartete Revolte beim Mutterpaar. Da hatten wir vor einiger Zeit noch einige Kolonien erobert. Das war jetzt aber sehr erfolgreich. Oh nein! Und der Händler, den wir erst vor kurzem eingesetzt haben, ist leider gestorben. Wie traurig. Wie traurig. Und wir haben natürlich wieder mal keinen sinnvollen Ersatz und es kostet ewig viel... Die alle hier zu entlassen. Nehmen wir mal die billigeren kurz raus und hoffen, dass jemand Besseres vielleicht noch käme, aber bei unserem Glück kommt kein Händler mehr. Da haben wir doch das Glück gehabt. Da ist er. Jules de Castaing. Handelseffizienz und 3 Sterne. Berater. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Kostet natürlich alles Gold, die hohen Berater. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Und ich möchte jetzt endlich diese Manufaktur bauen, von der ich geträumt habe, bei den Niagara-Fällen. Die bringt uns 0,76 mehr Gold im Monat. Wow. Das ist wahrlich beeindruckend. Wahrlich. Und auch diese Manufakturen hier würden uns alle viel mehr Geld bringen als zum Beispiel die Kathedralen vom von der Kostenleistungseffizienz. So, hier die Spanier, ne? Das ist unfassbar. Naja, das dauert hier alles länger noch. Das ist alles Ödland, kann das sein? Ja, ja, das ist das große Becken. Deswegen gibt es jetzt hier gar nicht mehr so viel. Wir können hier gerade, glaube ich, sogar kaum noch was dort oben. Ja, na, ja, ja, tatsächlich. Das Wettrennen hier um die Kolonie, um die besten Kolonieplätze ist bald beendet. Dann machen wir nochmal hier weiter, würde ich sagen, auf jeden Fall. In Bregenz gibt es Uniformregelungen, okay, und wir könnten in die Qualität investieren. Nee, wir wollen lieber auf die Technologie sparen. So, wo können wir jetzt hier weitermachen? Aktuell auch eher nur hier oben jeweils. Okay. Aber wir hätten es einfach schon viel früher erholen müssen.
machen wir denn da jetzt? Ja, und auf unsere alten Tage sind wir tatsächlich nochmal... ihr merkt es eigentlich. Wir sind ruhiger geworden. Also... ja, und ich meine, wir sind jetzt hier ruhig und wir haben uns das jetzt hier gemütlich gemacht auf unserem Sessel, auf unserem Platz. Ich sehe es nicht ein, diese Wahl zu verlieren. Wir werden jetzt hier nochmal weitermachen mit unseren 68 Jahren. Ich bin mit meinem Bauprogramm noch lange nicht durch. Ich möchte noch einige schöne, starke Manufakturen bauen. Und die baue ich auch und die bringen unser Land voran. Oh nein, und unser Disziplinberater ist gestorben. Tja. Ja, wir brauchen die Militärpunkte, würde ich sagen. Deswegen holen wir jetzt den Firmin de Hebiers. Auch wenn uns der natürlich mehr im Unterhalt kostet, das ist klar. So, die nächste Kolonie ist endlich selbst erhalten. Jetzt können wir nämlich hier weitermachen. Und jetzt werden wir natürlich auch wieder ein bisschen über den Durst gehen. Das hier unten ist jetzt nicht so relevant. Hä, wurde diese... wartet mal. Achso, ja, genau, abberufen. Und dann schicke ich direkt noch hier einen hin. So. Dann werden wir nämlich das Kolonialrennen stärker für uns entscheiden. Wir müssen nur... halt. Ach, hierhin muss ich ja auch noch jemanden schicken. Eieiei. Okay. Wen habe ich hier noch? Ja, den da. Berufe ich auch nochmal ab. Und dann sichern wir uns jetzt noch das hier. Auch wenn uns das jetzt richtig Geld kosten wird, tatsächlich. Wobei, das wurde gerade eh einer noch fertig mit der Kolonie. Perfekt. Das heißt, wir können uns hier alles einholen. Sehr gut. Ja, jetzt gehört uns auch dieser hintere Teil. Hervorragend. Jawohl, die weiten Ebenen, die es hier hinten gibt. Diese Schätze an Biberfellen und Bären, die gejagt werden können. Hervorragend, hervorragend. Ja, und unsere Rekrutenreserve wächst wieder unaufhörlich. Das wurde aber auch Zeit. Darüber freuen wir uns sehr. Ja, der nächste Regierungsfortschritt dauert noch ein klein wenig und wir können endlich in die nächste diplomatische Technologie investieren. Ja, ja, und das sollten wir auch. Der Rest hier dauert wirklich noch Ewigkeiten. Das machen wir. Professionalisierung der Marine, aber das gibt uns auch Handelseffizienz, die ja sehr wichtig ist für uns tatsächlich. Apropos, wie weit sind wir vom Schiffslimit? Ah, wir sind knapp beim Schiffslimit. Wir können 3 Schiffe nochmal bauen. Sehe ich irgendwo, wie viel Geld uns die Schiffe bringen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der St. Lorenz-Strom ist schon wichtig, deswegen machen wir mal hier nochmal 2 dazu. Hier nochmal 1. Wir gehen auch mal ein bisschen übers Limit. Das ist nicht ganz so schlimm. So. Neues Handelsgut, Pelze, wo wir davon reden. In Dauphin gab es einen Aufstand. Darum haben wir uns aber gekümmert. Und wir holen uns die Mördergrube. Gefechtsbreite ist um 2 erhöht. Infanteriefernkampf 0,5 ermöglicht Drehbasse. Gefechtsbreite, das müssen wir uns tatsächlich mal anschauen. Ui, die Gefechtsbreite ist schon bei 34. Das heißt, in den großen Schlachten sollten wir eigentlich schon 34 Kanonen haben. Uff, ja. Da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt. Weil wir das Geld ein bisschen sparen wollten. Auf jeden Fall haben wir jetzt aber auch bessere Kanonen. Aber wir können ja hier nochmal ein bisschen nachrüsten. Bauen nochmal ein paar Kanonen schon nach. Aber eben auch ein bisschen Infanterie. Weil auch die werden wir natürlich benötigen. Prestigeverlust. Boah, das bisschen Prestigeverlust. Sehe ich keine Probleme, denn wir können ja wieder großartige Prestige-Manufakturen bauen. Die uns unfassbar gutes Geld bringen. So, Handelsgut. Die nächste Kolonie ist wieder selbsterhaltend. Ja, das heißt, viel mehr weitermachen können wir jetzt hier eh nicht mehr. Wir sparen mal ein bisschen Geld für die Gebäude und schicken hier noch einen Kolonisten hin, weil bald haben wir nichts mehr zum Kolonisieren und dann brauchen wir unsere ganzen Kolonisten nicht mehr.
Schon wieder in Dauphin. Die trauen sich aber. Ich habe, glaube ich, auch nicht die Möglichkeit, den Kolonisten für die Entwicklung der Provinz zu nehmen. Dafür fehlt mir ein Inhalt. Was ist denn hier los? Ein aufgeborenen Aufstand hier nach dem nächsten. Ja, unsere Armee ist schon wieder ordentlich. 63.000 Männer. Ey, Unzufriedenheit der Bauernschaft. Was machen wir denn da? Geld verlieren? Oder Stabilität? Ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden eine Verbesserung der Bauern anstreben. Denn wir möchten... Wir möchten nicht... unsere stabile Lage hier riskieren. Wir haben sehr viel administrative Macht und die sollten wir auch wieder nutzen. Fürs Entwickeln. Oh, hier haben wir ein paar Mobile. Wo ist denn das? Das war doch hier unten irgendwo. Ich spreche es wahrscheinlich vollkommen falsch aus. Mobile? Mobile? Ich weiß es nicht. Hier. Dann tun wir auch mal den Staat West Florida nehmen. Und hier, ich habe zwar gesagt beim letzten Mal, Entwicklung ankurbeln lohnt sich nicht. Wir testen es einfach nochmal, würde ich sagen. Also, wir haben aktuell einen Unterhalt von 0,36. Jetzt machen wir mal Entwicklung ankurbeln. Dann kostet uns das tatsächlich für den Zeitraum fast eine Dukate mehr, 0,8 Dukaten mehr. Aber jetzt ist es noch billiger, hier normalerweise zu entwickeln. So, wir müssen nur auch ein bisschen von den anderen Sachen rein entwickeln. So, Mobile. Machen wir mal gleich hier einfach weiter. Überall, wo West Florida ist, verpulvern wir unsere administrative Macht. Und hier noch. So, wie viel bringt es hier jeweils? Ach, das wird jetzt nicht mehr angezeigt. Das ist aber blöd. Ich glaube, in Mobile hat es sich richtig nochmal gelohnt. Ach ja, und wir können natürlich noch Staaten gründen, Leute. Daran habe ich auch nicht gedacht. Sulawesi, Utara und South Carolina. Machen wir doch erstmal South Carolina. Und South Carolina müsste hier unten sein. Ja, beim zweiten Klick immerhin richtig. Ja, gut, und vielleicht... Nein. Wir sind immer noch zu sehr im imperialistischen Streben. Wir werden nicht in den Kolonien irgendwelche Staaten gründen, nein. Soweit käme es noch. Central Plains. Oh, wo sind denn die? Tennessee. Irgendwas Zentrales würde ich mal raten. Illinois. Ah, hier. Ja, wir sind tatsächlich hier. Also, bis jetzt war es ziemlich die Ostküste und noch hier die Südküste, aber wir sind hier ziemlich auch in den Westen mittlerweile vorgedrungen. Was hervorragend ist. Nächste Kolonie ist selbsterhaltend. Achso, wir haben aktuell keinen Kolonisten. Ja, ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Jetzt müssen wir nur gucken, wann wir hier wieder den Staatserlass rausnehmen können. Aber wir hätten natürlich auch einige Staatserlasse machen können, um die Rekrutenreserve zu erhöhen. Oh, wir nehmen Geld. Ja, brillante Regierung. Es läuft gut. Der Zirkel ist höchst erfreut, endlich mal wieder hier jemanden mit hohem Erfolg zu haben. Und im Moment des höchsten Ruhmes fällt ein großer Mann tatsächlich. Der Präsident ist tot. Lang lebe bald dein neuer Präsident. Claude de Chamartin hat Großes geleistet, hat Kanada wieder aufgebaut und freut sich sehr darüber. So, vorher, bevor die Wahl stattfindet. Keine Erlasse. Wann kann ich den denn wieder umändern? Steht das irgendwo? Hier nicht angezeigt. Müsste das hier nicht angezeigt werden irgendwie? Ja, das ist nämlich das Problem, dass wir das jetzt nicht vergessen dürfen. Und wie ich mich kenne, vergesse ich das doch gerne mal. Wie viel Geld verdiene ich denn jetzt hier jeweils? 0,66, 1,14. Nehmen wir mal die 1,14. Dich machen wir auf jeden Fall hier noch zum Sitz im Parlament. Ah, und Nouvelle-Orléans ist gar kein Sitz im Parlament. Naja, dann machen wir das auch gleich. So. Ja, was machen wir denn jetzt als nächstes? Wie sieht's denn aus? Wie würde sich das Volk von Kanada entscheiden? Ich meine, jetzt hatten wir lange Zeit wieder Ruhe und Frieden.
Vielleicht wird jetzt wieder. Vielleicht hat es wieder ein militärischer Kandidat, ein militärischer Präsident mit einer militärischen Agenda wieder mehr Erfolg als jemand, der ruhig ist und stabil. Blais de Valentino. Militärischer Kandidat. Der hat tatsächlich die Wahl gewonnen. Ein Navigator. Nun, tatsächlich, dieser Mann ist nicht vom Zirkel. Ein freier Demokrat hat es hier an die Macht geschafft. Und das noch als Militär, muss man auch dazu sagen. Denn eigentlich hat der Zirkel das Militär in Kanada ziemlich fest im Griff. Weswegen sie natürlich nicht sehr erfreut über diesen Präsidenten sind. Oh, aber da könnte wieder für einige imperialistische Bestrebungen sorgen, weil er ein Streben hat, aus Kanada herauszukommen. Nun gut. Genau, wir können hier wieder weiter missionieren, das machen wir auch. Bei der nächsten Debatte, denke ich, müssen wir auch nicht mehr auf Kolonien setzen. Denn jetzt haben wir wirklich bald alles kolonisiert, was möglich war und ist. Die Goldmine in Sofala ist teilweise erschöpft und die dortige Produktion ist dramatisch eingebrochen. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Goldmine erobert hatten. Haben wir deswegen so viel Geld verdient? Gold 1,33. Das ist mir wirklich nicht aufgefallen. Muss ich gestehen. So, perfekt. Die zwei Kolonien sind selbst erhalten. Jetzt können wir hier nämlich noch die letzten wichtigen Kolonien den Spaniern wegschnappen. Und können wenigstens noch das Gebiet sichern. Das einzige Problem ist jetzt wirklich das hier, dass die Spanier hier noch sich was geholt haben. Ja, jetzt kommen aber alle Kolonien irgendwie gleichzeitig, die fertig werden. Meine Güte. Darum kümmern wir uns mal. So. Eingeborene können zurückgeschlagen werden. Ja, der Schriftzug von Kanada ist gerade ordentlich gewachsen. Oh ja, hier sind 3500 Eingeborene. Wieso sind da so viel Ärger? Weiß ich nicht. Mississippi sollten wir, denke ich, auch noch zu einem Staat machen. Bin ich der festen Überzeugung. Hier, Mississippi wird bitte auch noch ein Staat. So. Ah, jetzt brauchen die noch einen. Jetzt wollen die auch noch einen Sitz haben. Haben wir da jemanden? Ah, jetzt hat Richelieu den Sitz bekommen. Na gut. Soll Richelieu den Sitz bekommen haben. So, die Eingeborenen haben wir auch gleich mal niedergeschlagen. Und dann gehen wir doch noch dort oben hin. Alles klar. Sehr schön. Kolonien laufen. Wir haben Diplomaten frei. Vielleicht sollten wir noch mal ein paar Diplomaten losschicken. Mal zum Beispiel die Beziehungen mit unseren Verbündeten zu verbessern. Weil wer weiß, ob das auch so Verbündete sind, die uns dann wieder verraten. Ich habe keine Ahnung. Tja, sollten wir wirklich den Tiger reizen und zum Beispiel Neuspanien? Sind die offiziell unser Rivale wieder? Nee, wir haben aktuell nur... Halt, falsches Land. Ach nee, stimmt, wir haben ja die Briten jetzt genommen. Das können wir auch aktuell nicht umändern. Ja, wir könnten theoretisch den Kariben den Krieg erklären, aber... Boah, die haben 72.000 Männer. Oh mein Gott, die sind echt mächtig. Krass. Und eine riesige Flotte. Das lassen wir vielleicht lieber. Ich meine, wir können ja dennoch Neuspanien den Krieg erklären. Oder natürlich Pacifico Norte. Machen wir mal hier Spionagenetzwerk aufbauen. Verbesserung der Handelstechnologie. Ja, nehmen wir in Kauf. Ah, jetzt hat Spanien uns als neuen Rivalen genommen, jetzt wo wir begonnen haben, Spionagenetzwerk aufzubauen. Ein Zufall? Ich glaube nicht. Vielleicht haben wir doch jetzt wieder einen Krieg provoziert. Dann holen wir mal wieder unseren einen Diplomaten nach Hause, würde ich sagen. Ja, aber wenn schon, denn schon. Dann können wir jetzt, wenn jetzt schon das Kind in den kanadischen Brunnen gefallen ist, oder besser gesagt in den spanischen Brunnen,
können wir, denke ich, jetzt auch hier in Neuspanien ebenfalls Spionagenetzwerk aufbauen. Wie sieht es eigentlich aktuell mit der aggressiven Expansion aus? Habe ich das Feld nicht hinzugefügt? Kann das sein? Nutze ich das hier so selten? Normalerweise achte ich doch immer drauf, Koalitionen. Das habe ich tatsächlich nicht hinzugefügt hier bei meinen Minimaps, seit ich den neuen Computer habe. Ja, hier Neuspanien, noch minus 107. Oh, das ist noch relativ hoch, aber dafür der Rest der Welt hat gar keine. Mutterpaar, minus 31. Fellhandel lässt leider nach. Ich würde sagen, Schiffsbedarf ist wichtiger als Getreide, oder? Wir haben sehr viel Wald. Nutzen wir den Schiffsbedarf. Und wir können endlich in eine weitere Regierungstechnologie investieren. Das ist jetzt natürlich sehr wichtig. Und zwar Stufe 8 Kurwürde. Das passt jetzt natürlich für uns nicht so ganz. Landbesitzer. Regeneration der Rekrutenreserve plus 10%. Das hört sich sehr interessant an. Oder Bürgerschaft. Moral der Armee plus 10%. Ui. Beides spannend tatsächlich. Wir hatten halt jetzt zuletzt diese Probleme mit der Rekrutenreserve. Aber ich denke, wir dürfen uns nicht davon abbringen lassen, dass die Moral der Armee viel wichtiger ist. Und das sage ich als militärischer Präsident, der jetzt zum Glück diese Entscheidung treffen darf. Natürlich hätte ich viel lieber noch die Admiralität hier getroffen, aber wir nehmen die Bürgerschaft. Eine Republik verlässt sich darauf, dass ihre Bürger gute Entscheidungen treffen und es so ist. Und so ist es nur richtig, dass jeder Bürger in unserem Staat die Macht hat, die zu wählen, die unser Land führen. Ja, tatsächlich. Das ist ja jetzt zuletzt durch mich als Präsident wieder geschehen. Ich hörte schon davon, gerüchteweise, es gibt auch einige wenige Zeitungen tatsächlich mittlerweile in Kanada, die davon berichten, dass das einige Landbesitzer hier sehr viel Macht haben und vormalige Präsidenten eventuell durch sie an die Macht kamen. Ich nicht, ich kam durch freie Wahlen an die Macht und ich möchte hier der Bürgerschaft dafür danken und deswegen wähle ich das Ganze und das bringt auch unserer Armee einen deutlichen Vorteil für zukünftige Schlachten und Kriege, was ich hervorragend finde. So, wir bauen jetzt tatsächlich nochmal die Armee hier ein bisschen aus. 10 Kanonen will ich haben. 20 Infanteristen. So. Dass unsere Armenium auch ein bisschen größer werden. Das ist ganz wichtig. Und natürlich haben wir jetzt wieder Geld, um auch zu investieren in unsere ganzen großen Manufakturen. Und auch gerne in die Soldaten. Oh ja, wir müssen unbedingt in die Soldatenhaushalte investieren. Eieieiei, das lohnt sich richtig. 3300. Wow. Und ausländische Intrigen. Ha. Setzt sie und ihr Vermögen fest, die ausländischen Intriganten. Das würde uns aber republikanische Tradition kosten. Was macht man denn da jetzt? Die reduziert ja unsere Unruhe, Reformationsfortschritt, Bourgeoisie. Aber ich meine, mit dem Geld können wir schon einige Pläne... Ah, wir setzen diese ausländischen Intriganten fest. So, es ist entschieden. Wir nehmen das Geld, das heißt nämlich, wir können auch direkt noch ein paar Soldatenhaushalte bauen und die lohnen sich richtig, Leute. Richtig lohnen die sich. Wie sieht es mit dem Handel aus? Ja, Handel sollten wir auch mal wieder bauen hier. Wieso ist das eigentlich teurer? Charles Fort. Das bauen wir jetzt noch. Das stärkt unseren Handel ungemein. Mittlerweile machen wir 60 durch Handel. Tatsächlich die größten Einnahmen durch den Handel. Und im St. Lorenz Golf wird wahrscheinlich einiges auf jeden Fall zustande kommen. Wir verdienen hier 60,8, wie gesagt. Gut, ja, es sieht ganz gut aus für Kanada. Wir bauen uns jetzt so langsam auf. Ihr merkt, die Armeen wachsen natürlich auch. Und Spionagenetzwerke ebenso. Wir werden, denke ich, hier wieder Kriege führen, um den nordamerikanischen Kontinent fester an uns zu binden. Müssen aber auch daran denken, dass die Spanier jederzeit wieder uns angreifen können. Aber das werden wir, denke ich, in unseren Beziehungen oder unseren Überlegungen mit einberechnen. Ich hoffe, soweit hat es euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert gerne unten den Kanal. Ich freue mich immer über ein Feedback. Tauscht mich auch gerne mit euch in den Kommentaren aus. Gerne auch im Roleplay oder auch out of RP, wie ihr das gerne möchtet. Kommt auch gerne auf meinen Discord, dort gibt es auch immer herrliches Roleplay und auch verschiedene Multiplayer-Partien zu ganz vielen Paradox-Spielen wie eben EU4 oder auch Crusader Kings, Stellaris, Hearts of Iron 4, alles was das Herz begehrt. Bis zum nächsten Mal, euer Gaius Julius Caesar.